geht von der Skyline zum Bordstein zurück. Siehst du unsere Welt, wie sie niemals still steht hier. Ich hab. So Leute, wir gehen rein, GTA, abchecken, was so läuft. Nee, ich wurde ja direkt angehalten. Jo Leute, was geht ab? Wie geht's? Gut, und selber? Ich kann nicht klagen. Wo bin ich denn hier reingeschlittert? Was macht ihr denn hier alle? Dumm rumstehen und guten Eindruck machen. Na, das Elend ist schon schön. Okay, also den guten Eindruck habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber das dumm rumstehen, das kriegst du gut hin. Warte ganz kurz, gerade noch im Kopf. So, was ist hier los? Was? Sorry, ich war gerade in Gedanken. Komm, redet es überhaupt noch? Nein. Oh, scheiße. Ja, hallöle. Gerade ob er noch hab. Okay, sind wir nicht genügend Frauen hier, alle. Alter. Was? Es sind genug Frauen, sag mal. Okay. Erstmal, Digga, was ist mir. Ich muss hier erstmal umziehen gehen, Alter. Aber warte mal ganz kurz. Ich muss hier erstmal was gucken. Erstmal was gucken. Yo, Sonny! Johnny! Oh, Sonny, Mann, du meldest nicht bei mir? Digga, wo bist du denn, Alter? Verdammte Scheiße, ich hab die ganze Stadt nach dir gefragt, Mann, wo bist du, Mann? Bruder, ich hab große Sachen geplant. Ich war ein bisschen unterwegs, weißt du? Ah, okay. Was geht bei dir? Ich würde dich gern zu mir einladen, wenn du gerade Zeit hast. Was heißt, ey, Dicky, aber auf eine Homo-Basis oder? Nein. Ich meine, ich hab dir dein Haus gesehen und ich war ziemlich geschockt, Mann. Ich hab mir auch was gekauft. Was Kleines. Möchte ich dir zeigen? Ja, gerne. Pass auf, bei 844. Okay, alles klar. Ich mach mich auf den Weg, ja? Alles klar, Mann. Bis gleich. Doch. Hallo, wie heißen Sie denn? Hey, ich bin Sonny. Wie geht's euch? Alles gut? Sonny, ja, uns geht's wunderbar. Und dir? Ja, ich kann nicht klagen. Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Ich wollte schon immer mal in so einem femininen Auto rumfahren. Könnte mich einer von euch vielleicht mal kurz zu einem Kollegen von mir bringen? Wähl dir ein Auto aus. Was die Frau fertig. Die Frau fertig, so ist es. Ja, Standard, oder? Schön, freue ich mich. Moment mal. Ich hätte das hier gerne mit dem Manga drauf. Oh, Jesus, wirklich? Und gerade die schlechteste Fahrerin, ne? Er wird überleben. Ansonsten, okay. Hast du, soll ich schon mal ein Midi Bescheid sagen? Ja, bitte. Also, schick mal schon mal ein Dispatch raus. Sexy Gold schon zu mir. Also, ne, wenn sie dich quält oder so, sag einfach Bescheid. Okay, kein Problem. Ich danke euch schon mal und dann sehen wir uns später, ja? Ja, hey, natürlich. Schau dir die ganzen Farben an und dann überleg mal, ob das meiner ist. Nee, guck mal jetzt. Das ist aber leise hier. Ja. So, wo wolltest du jetzt hin? 844 wäre super. Neu hier? Es geht. Es geht. Was macht ihr da eigentlich? Also, ihr sagt, ihr wart da ja so einige Damen, die da rumgestanden haben. Bin ich da irgendwie reingeplatzt in irgendwas Besonderes oder? Ach, Quatsch. Quatsch, viele denken von wegen, dass wir eine Fraktion sind, aber nein. Okay. Wir sind keine Fraktion oder sonst was, Quatsch. Okay. Ihr seid nur gute Freundinnen alle? Wir sind sogar eine Familie. Wie? Verwandt? Ja, also die Brunette, ich weiß es nicht, mit diesen zwei Bömmels auf dem Kopf, das ist meine Schwester. Okay. Das ist die Holly. Ja. Ich bin die Molly. Es gibt noch eine mit Pink. Das habe ich aber, das hätte ich jetzt, ja, okay. Holly, Molly, okay. Und die andere heißt Polly. Ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Unglaublich, ne? Wir sind auch die Witzfiguren hier vom Start. Okay, und eine Frage. Ich meine, ihr wart ja jetzt so ein paar Damen, aber da war ja nur so ein Herr mit dabei. Ihr wisst ja, das macht ja immer einen komischen Eindruck, ne? Nein, das ist der Freund von Holly. Achso, ist er jetzt nicht euer Zuhälter gewesen? Nein, wenn wir wären... Ach Quatsch, nein. Okay. Also bitte, sowas sind wir nicht. Nein, du, ist da völlig in Ordnung. Ich sag ja nur, also ich wusste ja jetzt gar nicht, was da so los ist. Und ich habe nur einen Dude gesehen mit mehreren Mädels da und so. Und deswegen. Also muss ich mir keine Sorgen machen, ja, dass sie da irgendwie abrutscht ins Rotlicht oder und dann irgendwie so, ne? Nein. Das, nee. Wenn, dann sagen wir dir Bescheid. Okay. Ah, sehr gut. Ah, sehr gut. Dein Häuschen hier oder was? Nee, ach, ich. Nein. Das ist ein guter Freund von mir, der wohnt hier, der Johnny. 844 oder 544? 844. Oh shit, da bin ich ja komplett falsch. Ach, Mensch. Na gut, einmal falsch waren ist ja Standard. Sehr schön. 844? Lecko mir, wo denn das? Zu wem willst du hin? Ein guter Freund von mir, Johnny. Johnny? Ach, ja. Johnny. Ja, Johnny ist. Ich bin nicht. Ja, ja. Ist mein Cousin, weißt du? Ach so, ja, ich hab. Seine Tante ist die Schwester meiner Mutter. Okay, Tante, Schwester, okay. Woher kennst du ihn? Ich habe ihm mal Drogen verkauft. Wie? Ich hatte Drogen bei mir gehabt. Ich weiß es nicht, wer es mir gegeben hat. In der Tash und... Nee, mit Cracky. Also es war halt über Cracky, weißt du? Und du hast ihm Drogen verkauft, ja?
Nö, ich hab ihm das geschenkt, weil ich habe keine Verwendung dafür. Dieser Wichser, er hat mir gesagt, dass er keine Drogen mehr nimmt. Ja, und dann dadurch habe ich halt auch Hans kennengelernt. Das ist aber eine ganz komische Truppe, mit der du da unterwegs bist, weißt du, ne? Nee, ich bin einfach so, weißt du, über den Hub gefahren oder gelaufen und dann auf einmal hatte ich diese Scheiße in meiner Tasche. Aber das ist nicht cool. Nee, überhaupt nicht. Aber Cracky hat halt gefragt, ob ich irgendwas habe. Ich so, weißt du was? Ich hab da was. Ich will das auch loswerden. Mhm. Naja, ich weiß aber nicht, wie das gewirkt hat. Du fährst auf der falschen Fahrbahn, weißt du, ne? Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin nicht so eine gute Fahrerin. Mhm. Aber warst du noch nie bei Johnny zu Hause? Ich war noch nie bei Johnny zu Hause, nee. Bitte. Wunderschön, wie kann man Ihnen helfen? Schönen guten Tag. Ich hab hier eine Fracht für euch. Eine Fracht? Jo, Leute, was geht? Warte mal, wer bist du? Ich bin Sonny, ich wollte zu Johnny. Du bist zu Johnny, ne? Ja, Bro. Also, wir haben hier ein Fahrzeug mit zwei Insassen, einer ist Sonny und die andere ist Molly. Ich sag mal gerade, woher weißt du denn, dass du Molly bist? Ich bin hier. Bist du sicher, dass du beruflich nicht... Nein. Okay. Also, es gibt hier so wenige Frauen, die connecten. Das Fahrzeug bitte hier außen abstellen und dann mir folgen, ja? Bitte? Ich hab nichts verstanden. Das Fahrzeug bitte hier außen abstellen und dann mir folgen, okay? Okay. Jo, dann könnt ihr mir folgen. Gerne. Johnny erwartet dich schon. Achso, du kommst mit? Achso, sorry. Ich weiß es nicht. Ich komm einfach mal mit. Ey, kein weiteres Fahrzeug reinlassen. Jungs, haltet das so zu. Ja, komm mit, Polly. Wir müssen eh nochmal kurz über die eine Sache sprechen. Molly. Polly ist mein Nicht wundern wegen den ganzen Waffen. Das ist eine reinste Sicherheitsmaßnahme. Ja, ist kein Problem. Ich kenne Johnny schon seitdem er klein ist. Der ist aber paranoid, weißt du? Johnny ist mein Onkel. Oh. Oh, ich dein Onkel? Rein. Ja. Dann bist du mein Neffe. Wie jetzt? Ich bin sein Cousin. Ach Quatsch. Ja klar. Ach du Scheiße. Hallo, hallo. Hallo. Wie geht's euch? Moin, super. Moin. Warum bist du schon? Ihr wollt zum Johnny, oder? Richtig. Ich hol ihn mal eben. Okay. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Sorry, tut mir leid. Das war ich. Oh mein Gott, wie kann. Oh nein, sorry, wirklich, das war falsche. Mein Muskel. Ich hatte einen Krampf im Muskel. Weißt du was? Weißt du, was ich jetzt mache? Nein! Hey, nein! Taschenmesser weg. Sorry. Taschenlampe weg. Warte, ist das eine Waffe? Sorry. Einen wunderschönen guten Abend, Mann. Sag mal, Johnny! Na, Sonny, wie geht's dir, Mann? Komm, umarm mich doch mal. Umarm mich, komm. Was geht's, Sonny, Alter? Wie geht's euch? Alles fit? Uns geht's gut, wie geht's euch, Mann? Sag mal, Sonny. Ja. Warst du beim Friseur oder was? Ja, Mann. Aber es ist nicht gut geendet. Ich wollte eigentlich nur ganz bisschen an der Seite, aber dann ist er mit der Maschine ausgerutscht, hat mir den Bart reingeschnitten, Bart direkt weg. Soll ich meine Jungs zu einem Friseur schicken oder was? Nein, Bro. Alles gut. Ich küsse deine Augen. Vielen Dank. Sag mal, was ist denn mit dir passiert in den letzten zwei Wochen? Sag mal, was ist denn hier? Achso, warte ganz kurz. Polly? Ey, Männers, ich wollte gerade fragen, kann ich alleine jetzt wieder nach oben gehen und wegfahren oder muss mich jemand jetzt nach oben bringen? Ich begleite dich. Ganz kurz noch. Oder ja. Johnny. Begleit du sie. Ja. Johnny, Polly hat gesagt, du hast... Molly! Molly ist meine Schwester. Molly? Ja. Okay, Molly meinte, sie hat hier irgendwie Koks verkauft, Bruder. Was ist da los mit dir? Nein, Cracky! An mich? Bruder. Cracky? Cracky, das weiß ich. Du weißt, was ich deiner Mutter versprochen habe, Johnny. Keine Drogen mehr. Ich hab damit überhaupt nichts zu tun, Sonny. Er hat nichts damit zu tun, das war Cracky. Verdammte Scheiße, Cracky, der ist die ganze Zeit schon im Urlaub, Mann. Der bräunt sich ein bisschen. Das soll er ja. Aber eigentlich hat er auch eine Therapie hinter sich. Bist du sicher, dass das Cracky war, Mann? Das war Cracky. Okay. Okay. Leute, einen Store-Medic wegschicken. Leute, gib mal einer nach vorne. Sonny. Ja. Erinnerst du dich an das letzte Mal, als wir uns gesehen haben? Na, aber hallo, als wär's gestern gewesen. als ich dir sagte, die Jungs, die du gesehen hast. Ja. Dass sie beim nächsten Mal stabil stehen werden. Ja. Das sind die, Mann. Ich weiß doch, hier, der Blonde. Hallo, Hans hier. Ja, Hans, was geht? Was geht, Mann? Hast dich ja ein bisschen gemausert in den letzten zwei Wochen. Oh ja. Muss ich echt sagen. Hat sich gemacht. Hab mich gewaschen. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich jetzt nach oben gehen? Ach so, ja, sorry, Molly. Ich glaube, wir müssen jetzt leider hier Männergeschäfte machen. Danke nochmal. Danke, dass du mich gefahren hast. Wenn wir uns wiedersehen irgendwann, ich werde mich auf jeden Fall an dich erinnern, ja? Danke, Polly. Alles klar. Tschüss. Begleite sie nach oben. Ciao, Polly. Molly. Molly. Wir bringen dich nach oben, Molly. Sonny. Blicks und zugenäht, was ist denn hier los, Leute, Alter? Das ist ja wie hier, Alter Schwede, meine Güte, fuck, ey. Dass ich einmal stolz drauf bin, dein Cousin zu sein, hätte ich niemals gedacht. Ich hab's dir gesagt, mein Bruder. Geil, Mann. Also, Jungs, nimm die scheiß Waffen runter, das ist Sonny und Vito, scheiße, Mann. Wo sind wir hier, Mann? Braucht ihr was zu essen oder trinken? Nein, Bro. Was ist das für Waffen, Alter? Danke, alles gut. Ey, Vito! Was geht, Alter? Was geht? Sonny.
Alles klar bei dir? Ey, aber alles super, Mensch. Hätte ich ja so gar nicht erkannt. Sag mal, was ist denn mit dir los? Ja, ich hab eins auf die Fresse bekommen. Ich wollte gerade sagen, welcher Hurensohn war das? Ja, das war einer am Hub unten, Alter. Ja, und was? Wann? Wann, wie? Ja, vor 20 Minuten, ab der sieht schlimmer aus, Alter. Alles gut. Oh mein Gott, Alter. Sollen wir mal da hinfahren, Vito, oder was? Ach, alles gut, Alter. John, du weißt doch, ich bin ihr bester Boxer, Alter. Ja, der Vito in letzter Zeit, der war... hat sich richtig Respekt eingeholt, Sonny. Johnny? Ja, jo. Du, aber... Komm mal, Mitte. Entschuldige mich ganz aus mit... Ja, alles gut. Wie sieht's aus mit deinem Posten, Vito? Gibt's da irgendwie nicht, dass du da... Du weißt, was ich meine. Was? Als Polizeipräsident? Ach, Bruder, ich bin kein Polizeipräsident mehr. Wirklich nicht? Na, ich hab den Scheiß hingeschmissen. War nichts für mich. Jetzt mal unter uns. Kannst du dich daran erinnern, als wir das erste Mal in deinem Auto durch die Gegend gecruised sind, beziehungsweise in meinem Auto, hab ich dir nicht gesagt, du wirst nicht mal lange Polizeipräsident sein? Ja, hast du gesagt, Alter. Siehst du? Sehr schön. Sehr gut. Ein paar Tage drauf war ich auch keiner mehr. Sehr gut. Ich bin echt stolz auf dich, Bro. Danke, danke, Bruder. Geil, sehr gut. Und sonst? Ja, warst lange nicht hier, ne? Viel verpasst. Ja, ich sehe schon. Was, Johnny, der hat sich gemausert. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Richtig dickes Anwesen, Alter. Ich wollte gerade sagen. Ich hab reich geworden. Damals hat er dich gefragt, ob er bei dir wohnen kann, Alter. Ja, aber weißt du, Vito, so ist es halt so. Man wird direkt gleich vergessen, weißt du, ich meine? Als ob einer, als ob er einen der Jungs hier erzählt hat, dass er damals bei mir geschlafen hat, so, weißt du, ich meine? Ja, ja. Oder Hans weiß es, glaube ich, oder Hans? Ja. Ja, 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 genau. Sonny, scheiße, schau nicht an, Mann. Bro, ich fühl mich ein bisschen underdressed, wenn ich euch hier so sehe, Mann. Du bist so ein Pimp. Guck dich an. Ich schwör's dir, ich würde dich direkt. Oh mein Gott, Alter. Sag's nicht mal. Alter Schwede, als würde man ein warmes, ein heißes Messer in ein Stück Butter schneiden. So geschmeidig siehst du aus, Mann. Fuck. Aber ein Anzug wird ja auch stehen. Sag mal, Sonny, wo bleiben meine Manieren? Komm mal mit, ich zeig dir was. Jungs, verteilt euch ein bisschen. Ich war ein bisschen neidisch auf meinen Cousin, aber es gibt doch keinen Neid bei der Familie, oder? Du weißt doch, wie ich meine. Mein Haus ist dein Haus, Bruder. Ich dachte mir, ich kaufe mir auch so ein kleines Anwesen. So ein ganz kleines. Und hab mir das hier halt geholt, ne? Mhm. Und ich wollte dir halt was sagen, aber erst wenn wir oben auf dem Berg sind, will ich dir erstmal was zeigen, Mann. Auf welchem Berg, Bro? Da vorne, geradeaus. Wir sind gleich da. Hast du irgendwie Stress mit Leuten? Weil hier sind so viele Leute, die auf dich aufpassen. Also, keine Ahnung, was geht ab? Johnny, muss ich mir Sorgen machen oder so, Bro? Nein, nein, nein. Wir machen, wie gesagt, wir kümmern uns um ein paar Geschäfte. Und du weißt doch, wie es ist. Jeder will ein Stück Kuchen davon haben, aber ich will auch die Krümel. Die Krümel bleiben auch ganz beim Teller. Die kriegt keiner. Und was mit Ronny? Mit Ronny sind wir ganz cool. Die waren auch eben vor dir. Ah, super, super. Das freut mich. Ich habe auch gleich ein kleines Geschenk für dich. Du weißt, es ist mir immer sehr unangenehm, Geschenke und so. Du weißt, nehme ich nicht gerne an, weißt du? Komm, ich gebe dir es jetzt. Pass auf. Tommy, komm mal her. Ja. Oh. Hast du bekommen? Oh. Oh la la. Senorita. Das ist übrigens Tommy Gunn, meine rechte Hand. Jo, Tommy, grüß dich. Ich muss die Jeans loswerden. So Jeans ist nichts für mich, habe ich gerade gemerkt. Dafür habe ich extra einen Schneider. Ey, ich muss mir ein paar schöne Trainingshosen organisieren, weißt du, Bro? Das ist fucking Los Santos, Mann! Bro, das ist deine Stadt, Mann. Verdammt, das ist deine Stadt, Sonny. Nein, nein, Bro, wie gesagt. Ich glaube, du bist auch dafür eher so der Mann. Guck dich an, du hast in 2 Wochen was du einfach auf die Beine gestellt hast. Du hast stabile Jungs, du hast einen geilen Style, Mann. Weißt du, ich meine, die Leute, die lieben sowas. Ich glaube, du könntest, wenn du es eigentlich anders angehen würdest, du könntest sogar Bürgermeister werden. Das war weit hergeholt, mein Freund. Geil, Mann, feier ich. Weißt du, guck dir an, deine Goldkette, deine Brille, dein Style ist einfach so perfekt. Diese lilanen Haare, ey, boah, ich kann heute noch nicht schlafen mehr, ey. Ich weiß nicht, ich wache manchmal nachts auf. Ohne Witz, ey. Was soll ich sagen? Guck, das ist deine Stadt, Bro. Du weißt, Mann, ich bin eher so ein bisschen außerhalb am Meer. So, ich mache mein Ding für mich selbst, alles cool. Aber ich denke mal, wir werden hier die eine oder andere coole Aktion auf jeden Fall schieben. Auf jeden Fall. Ich hätte auch schon für heute was geplant. Okay, was geht? Und komm mal ganz kurz, Jungs, bleib mal ganz kurz hier. Komm mal kurz alleine. Pass auf, Sonny. Du weißt doch, wir sind Familie, wir sind Cousins. Na klar, Bro. Diese ganzen Männer und das Anwesen, das habe ich nicht nur für mich geholt. Und deshalb wollte ich dich mal fragen. Wir wollten heute zusammen was drehen. Mhm. Ich meine, die Jungs haben da so einen Anzug, die sind alle gleich angezogen an und so. Mhm. Du kannst dir natürlich fetten Mantel oder wie du halt auch sein willst, tragen. Mhm. Aber dass wir natürlich so auch alle einheitlich sind und zusammen ein Ding drehen. Wie hört sich das an? Ich meine, die Jungs habe ich aufgestellt mit dem Wissen, dass du kommst. Und ich habe jedes Mal gesagt, yo, scheiße, Mann. Wenn einer einen Fehler gemacht hat, yo, mein Cousin kommt. Weißt du, was er mit dir macht, wenn er das sieht, scheiße. Verstehst du? Mhm. Die wissen alle von dir. Die haben alle drauf gewartet. Und ich wollte heute zusammen mit dir ein Ding drehen. Mit unserer Familie, die hinter dir steht. Mit den Hüten, mit den Waffen, Mann. Geil. Ich bin am Start. Ich bin echt am Start. Aber das einzige Problem ist... Deine Geschäftsreisen und so, weiß ich. Alles gut, Bruder. Nein, Bro, aber
Mal ganz ehrlich, muss ich auch so eine Mütze, also einen Hut tragen oder was? Musst du nicht. Musst du okay, nicht. Bro. Ich bin 100% bei dir. Ich gebe dir mein Leben, aber tu mal einen Gefallen, bitte Cousin. Lass mich nicht diese Klamotten tragen, Mann. Nein, nein, pass auf. Cousin, pass auf. Lass doch mal ausprobieren, Alter. Pass auf, ich meine, ich bin ja auch, ich sehe auch anders aus als die. Du bist mein Cousin. Du bist genauso ein Boss für die. Verstehst du? Sonny. Okay, Bro. Aber und deswegen kannst du dir auch was an, dass wir beide als Vordermann stehen. Aber die anderen tragen dasselbe. Okay, das ist Standard, Bro. Das sehe ich auch so. Aber ich würde gerne so, ich sehe mich eher so ein bisschen schöne Sweatpants. Weiß ich meine, so auf locker. Ich fahre gleich natürlich mal raus. Ich muss auch mal duschen. Ich dachte die ganze Zeit, du bist es, aber ich glaube, heute stinke ich. Und, Ja, da musst du recht geben. Weißt du? Ja, du hast dich gemacht, Bro. Vor 2 Jahren warst du noch wie so ein Obdachloser. Feier ich. Und ich hoffe, du hast meiner Tante auch schon Bescheid gegeben, ja, dass aus dir auch echt was geworden ist. Ich würde sagen, ich ziehe mich um und da bin ich auf jeden Fall am Start, egal was du geplant hast. Wie gesagt, ich stehe immer hinter dir. Und aber ich würde, wie gesagt, du bist der führende Ton. Ich bin so eher der Beobachter, so aus dem Hintergrund, wenn das für dich okay ist. Aber ich stehe mit Rat und Tat zur Seite und egal was passiert, wir ficken einfach ihre Mütter. Alles cool.